Hallo liebe Angelfreunde, ich grüße euch direkt vom Wasser. Schönes Wetter haben wir draußen, ich bin gleich am Angel. Aber es geht in diesem Video nicht um Angel, sondern es geht um ein Update für den neuen Megalife Imaging-Geber von Hummingbird. Es ist sehr wichtig, wenn ein neues Update draußen ist, dass ihr das auch installiert, richtig installiert. So holt ihr das Beste oder das Maximum aus euren Geräten, ob es jetzt die Unit oder der Geber. Wir legen los, eins nach dem anderen, ganz easy, kriegt jeder hin. Also viel Spaß beim Zuschauen. Dieser Update, den ich jetzt mache, gilt natürlich für Solix genau wie Apex. Und bevor wir anfangen, ist es wichtig, dass euer Echolot mit dem Geber verbunden ist. Also das könnt ihr auch hier oben sehen, da steht auch Ping On. Falls es off ist, geht ihr einmal drauf, dann steht halt wie jetzt On. Der Geber ist natürlich nicht im Wasser, das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass es halt verbunden ist. Auch eine ganz wichtige Sache, wir klicken einmal auf Home, wir gehen in der Einstellung auf Netzwerkinfo. Also das Echolot selber muss natürlich die letzte Version haben. In diesem Fall haben wir hier 4.020. Und wie man hier sieht, mein Megalife-Geber hat V1.140. So, wir gehen einmal zurück. Also dieser Update, den ich jetzt hier mache auf meinen Solix, gilt genauso für die Apex-Serie. Da geht ihr auf den Hummingbird Homepage, auf Update, lädt ihr runter auf eine Micro-SD-Karte. Der Hersteller gibt vor, unter 32 GB. Ich empfehle euch sogar, unter 16 GB SD-Karten bzw. Micro-SD-Karten zu holen. Da seid ihr auf die sichere Seite. So, wir machen hier einmal auf. Einmal reinstecken. Wir klicken einmal auf Home. Wir klicken hier unten auf All Tools. Hier unten haben wir einen Ordner, heißt Datei. Einmal draufklicken. So, die Karte wurde erkannt. Hier sieht man das auch. Die alte Version wäre der V1.140 und auf der Micro-SD-Karte steht der neue Update V1.150. Wir klicken einmal drauf und einmal auf Installieren. Die Installation beginnt jetzt, das kann natürlich dauern. Es scheint jetzt so ein Fenster, wo drauf steht, Echolot Quelle verloren, Megalife. Da musst du gar nichts machen, einfach warten. Das kann ein bisschen dauern, aber die Aktualisierung läuft natürlich weiter. So, unsere Aktualisierung scheint zu Ende zu sein. Wir kontrollieren das jetzt einmal, indem wir einmal auf die Home-Taste drücken. Auf unsere Einstellung, Netzwerk, Netzwerkinfo. Und wie man sieht, da unten steht jetzt die neue Version V1.150. Wir gehen einmal raus, nehmen unsere Karte raus. Nach dem Update empfiehlt Hummingbird ein paar Einstellungen zu ändern. Und zwar, wir gehen hier einmal in die Menütaste. In die Empfindlichkeit empfiehlt Hummingbird auf 15 zu gehen und bei dem Kontrast auf 1. So, die Softwareaktualisierung ist durch. Ganz einfache Sache. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es soll unter anderem auch gerade im flachen Wasser bessere Performance bringen. Wie gesagt, wenn neue Updates da sind, unbedingt installieren. Schaut immer auf die Hummingbird-Seite. Ich bin jetzt heiß. Ich bin mal gespannt, was die neue Update gebracht hat. Wasser ist nicht weit weg. Los geht's.